Kloster Steinfeld, um das Jahr 1000 gegründet, entwickelte sich schnell zu einem einflussreichen kulturellen Mittelpunkt der Nordeifel und blieb es bis zur Säkularisierung 1802 durch die Franzosen. Bis 1923 diente das Kloster weltlichen Zwecken, ehe es von den Salvatorianern übernommen und neu belebt wurde. Sie gründeten ein Gymnasium mit Jugendinternat, eine Verlagsbuchhandlung und eine Bildungsstätte, die bis heute existieren. Die Basilika, von 1142 bis 1150 gebaut, vereint harmonisch die romanische Architektur mit der dekorativen spätgotischen Rankenmalerei, den Frührenaissance-Arabesken und der barocken Innenausstattung. Das festungsartige Westwerk, die sehenswerten Fresken, ein Chorgestühl mit grotesken und fantastischen Gestalten, die reich geschnitzte Kanzel, der Altar und das Meisterwerk der Orgelbaukunst sind nur wenige Beispiele des Gesamtkunstwerks Basilika Kloster Steinfeld.